Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni no Kuni. Wir haben das letzte Mal mit den falschen Sachen die Glimmerschwimmer besiegt. Das macht nichts, wir machen das jetzt gleich nochmal. Gehört halt dazu, ich will euch natürlich den ganzen Spaß nicht nehmen. Haben wir zufällig einen, der hier irgendwo rumschwimmt? Nee. Ey, bleib hier, du feiges Vieh. Ach, schade, hätte ja auch sein können, dass er dabei ist. Ja, es hat ja relativ viel gebracht jetzt. Aber keine Träne. Hält einfach nur irgendwie vor sich fern und wir kommen von der Seite und stechen das Vieh ab. Wir sind voll die Helden. Gut, dass Olli kriegt jetzt noch ein, zwei Level dadurch, schätze ich mal. Okay, ich habe mich gerade schon gewundert. Merkt er nicht, dass ich neben ihm stehe? Ah, ein Glimmerschwimmer, gut. Und guck mal, da oben ist die Aurora Borealis. Und direkt daneben die Aurora Borealis. Danke, David. Family Guy ist einfach so durch. Und hör auf, den immer guten viel Glück zu wünschen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, genau. Das habe ich beim letzten Mal vermisst. Vorhin, ja. Eigentlich. Ja, ich habe direkt die nächste Aufnahme gestartet, so wie ich das meistens mache. Ach, da oben ist wieder die Schneeflocke. Die hole ich mir auf jeden Fall. Kann ich vielleicht Eis herstellen später. Die greifen auch jeden an. We can do this. Here go. Das stört mich kaum. Schön, dass alles immer... Ah, ich bin gerade eh aufgelevelt, natürlich. Ich freue mich schon drauf, wenn ich den besseren Zauberstab habe. Ich will aber auch nicht unvorbereitet gegen Shadadan antreten, wenn ich ehrlich bin. Wieder 3 Lebenspunkte. Also die Lebenspunkte steigen echt sehr, sehr langsam. Ich fände es gut, wenn es hier irgendwas gäbe, was sie dauerhaft erhöhen würde. Ah, sehr schön. Mach bitte die Fischspießer kaputt. Ich würde auch gerne so genug Geld sammeln, dass ich mir die Spezialwaffen aus Xanadu leisten kann, beziehungsweise aus Perdida. Dann habe ich vielleicht auch bessere Chancen, wenn ich so richtig Schaden mit denen hier mache. Ich glaube nämlich, unsere Sachen sind einfach zu schlecht. Aber... ein Gegenstand kostet halt um die 10.000, das... da müsste ich halt lange farmen für. Ich kriege dich. Aha! Ah, doch nur für Spießer. Zweimal heilen, 10. Hat ja echt viel genutzt. Gut, du hast es aber schon gegeben, den Blüterich. Ja, ein Glück gibt's die Linde an der Hand. Wäre aber trotzdem nicht schlecht, wenn man mal einen besseren Heilzauber finden, also
Den an der Hand ist schön, aber so ein richtiger Heilzauber wäre vielleicht mal langsam angebracht. Linda, der Hand ist irgendwie so eine kleine Heilung bloß. Aber gerade im Kampf wäre vielleicht eine normale Heilung nicht schlecht. Hast du gerade versucht, eine Leiche zu heilen? Passiert mir auch ständig. Und alles zu Tompu. Das muss ich sagen, ist auch echt gut, dass ich die Essenzen dann alles am Schluss aufsammle. Weil sonst bin ich halt immer rumgerannt vorher. Tompu nähert sich auch immer mehr den Punkten, an denen er so richtig nützlich wird. Wieder. Klar, er ist die ganze Zeit schon nützlich, aber wir sind aktuell einfach noch ein bisschen zu schwach. Du kommst her. Ah ja. Ich muss sagen, hier habe ich nicht das Gefühl, dass ich, sobald ich eine Aufgabe habe, die überhaupt nicht mehr kriege, die Gegner, die ich suche. Weil das ist ja ganz oft in Spielen so. Oh, übrigens nie gemacht Eiszeit, aber das ist bestimmt sehr effizient auf die. Scheint auszureichen. Irgendwie ging es gerade sehr schlecht, habe ich gesehen. Ich glaube, Sven hat auf die Fresse gekriegt. Ich glaube, der braucht ein bisschen Heilung. Oh. Also man merkt, es geht wirklich aufwärts hier. Leveltechnisch eigentlich. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal offscreen hier ein bisschen leveln, aber das hebe ich mir später auf. Ich wollte ihn eigentlich von hinten erwischen, aber was soll's. Weil das sind halt Gegner, mit denen komme ich klar und die bringen auch gar nicht so wenig Erfahrung. Und wenn ich das halt mit den Perdida vergleiche, bei denen du 100.000 Heil-Items brauchst, damit du einigermaßen klarkommst überhaupt im Kampf. Das ist halt wirklich im Vergleich wie Tag und Nacht. Julheim eignet sich für mich persönlich gerade viel, viel mehr zum Leveln. Irgendeine Kristallart fehlt mir tatsächlich noch. Okay, ist noch nichts wieder da. Ich bleibe jetzt trotzdem mal hier unten mehr. Gut, hol ich mal dich noch weg. Die haben ganz schön fetten Arsch, oder? Auch wenn ich solche Gegner weghole, kriege ich halt. Spawn halt neue. Klar, man kann sagen, ey, ich will bloß die, bei denen ich die Chance habe, dass was anderes mit rauskommt. Aber man muss eigentlich alle rausholen. Wow. In der Zeit, in der die einen verprügeln, schlage ich die anderen beiden um und komme noch hin und helfe denen auch noch. Müssen sich echt ein bisschen wertlos vorkommen. Da holen wir uns doch die Eiskönigin da oben. Oh nein! Die haben schon wieder ganz vergessen, die ihre blöde Fähigkeit. Die ja nicht wirklich was bringt, wenn ich ehrlich bin. Die Veronika rennt auch die ganze Zeit nur irgendwelchen irgendwelchen Hilfen hinterher. Ja, noch einen Kopfschuss verpasst, nachdem das Vieh schon im Sterben war. Das war wichtig.
Aber Geld gibt's auf jeden Fall. Also Geld kann man hier schon machen. So ist es jetzt nicht, dass man so nicht um die Runden kommt. Die Gegner sind stark genug, um einigermaßen gut Punkte zu bringen. Und aber auch stark genug, dass man ein bisschen Geld sammeln kann. Boah, die haben mich auch ganz schön verprügelt jetzt. Komm wieder runter, du scheiß Heidestern. Krieg ich das jetzt ab? Oh, das hat sie vernichtet. Frostblume. Ich brauche noch so eine blöde Glühgarnele. Weiß ich gar nicht, wo ich die herkriege. Oh, hier kommt jetzt kommen mit einmal bloß noch diese blöden Sesquatsche. Ich hoffe, ihr hört gerade den Fliegerlärm nicht. Es ist Sonntag und die fliegen halt einfach, wie sie lustig sind, rum. Ich persönlich finde das eine Unverschämtheit. Die fliegen wirklich 7 Tage die Woche mit dem Flieger rum. Du kriegst Ärger, wenn ich jetzt anfangen würde, hier irgendwie rumzubohren. Dann kann die Polizei kommen und sagen, nee, ist nicht drin. Wenn aber Flieger, also Hobbyflieger meinen, ich fliege jetzt einfach mal rum, das... Die sind teilweise über 1 Kilometer entfernt und wir hören sie halt wie noch was. Boah, nee, das ist okay. Das ist absolut okay, wenn man sowas macht. Das ist so, was ich nicht verstehe in unserer Gesellschaft. Es ist alles geregelt, aber irgendwie auch nicht für alle gleich. So, ist da jetzt ein Glimmerschwimmer dabei? Ja. Wäre natürlich lieber, wenn ich gleich noch eins finde. Aber es dauert halt so lange, wie es dauert. Scheiße, dass die Fähigkeit da. Gunther will sie haben. Hol sie, die Gunther. Ja, oder lässt sie einfach. Ach, jetzt warten sie einfach ab. Interessant. Ich dachte eigentlich, Gunther will sie holen, aber er hat sich noch anders überlegt. Hat es gerade Doppelschaden gemacht? Das sah gerade aus, als hätte es einmal Elementarschaden und einmal normalen Schaden gemacht. Haben wir es jetzt schon? Aber fehlt, ich glaube, einer fehlt noch, oder? Ach nee, haben wir schon. Dann auf nach Julheim. Weil Leveln und sowas muss jetzt eigentlich aus meiner Sicht nicht unbedingt im LP sein. Das sind solche Sachen, die ich tatsächlich vorspule teilweise. Wir haben es vollbracht. Oh, du haben sie besiegt, ja? Und meine kalte Kompresse sei fertig. Ihr für dich. Und bitten grüßen meinen Freund im Perdida. Dankeschön. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen dem Schneeflocken bringen tatsächlich. Ich habe echt gedacht, ich brauche den Schneeflocken, also ein paar von den Schneeflocken bringen. So, dann können wir gleich die kalte Kompresse abgeben. Glühgarnele. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich die herkriegen soll. Oh, da bist du. Du bist wieder da. Sieh an. Du bist wirklich nach Julheim und wieder zurückgereist. Ohne deine Hilfe hätte ich leiden müssen, bis wieder ein Krämer vorbeigekommen wäre. Der Tom in Julheim lässt sie grüßen. Wirklich, das ist schön zu hören. Ja, aber beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe eine Belohnung für dich. Bitte nimm das. Toni, komm, ich muss mal gucken, was das kann. 7 Stempel ist geil. Das ist echt genial, also. Hat sich schon gelohnt, muss ich sagen. Da will ich eigentlich nicht hin. Ich will mal gucken. In Al-Kuwait gab es auch wieder was zu tun, habe ich gesehen. Wahrscheinlich ein Katzbuckel und Co. auch.
Und immer wenn ich hier bin, hole ich mir natürlich das Quellwasser. Vielleicht habe ich hier noch ein paar Sachen, die ich wieder gleich machen kann. Ach, das waren noch Zeiten, als wir hier rumgerannt sind. Und für diesen blöden Professor muss ich ja auch noch was erledigen. Da hinten ist noch jemand. Ist hier auch jemand, der noch was braucht? Ja, tatsächlich, hier drin ist noch jemand, der eine Aufgabe hat. Gut, dass wir nachgeschaut haben. Ach, falsch. Alles ist falsch. Das Bild ist widerlich. Ich habe kein Talent. Was ist denn los? Oh, du bist es. Ich habe das Vertrauen in meine Fähigkeiten als Künstler verloren. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Was quatscht denn, Mann? Das Bild ist doch voll der Hammer. Kannst du da nicht stolz drauf sein? Dieser Schinken. Bloßes Gekritzel. Ein schlechter Witz. Ein Monstrum. Ich kann es nicht einmal ansehen. Es ist, sieht ziemlich gut aus, finde ich. Warum lassen sie nicht ihre Kunden entscheiden? Wie könnte ich das tun? Wo es doch offensichtlich ist, dass ich nicht das geringste Talent habe. Es ist Zeit, die Pinsel an den Nagel zu hängen. Ah, das ist es also. Ich verstehe. Er hat ein gebrochenes Herz, Olli. Hat seine Zuversicht verloren. Der Güte, der Gute. Du meinst also, wir sollten ihm helfen? Alles klar, helfen wir ihm. Schick, da muss bloß ein bisschen Zuversicht bringen. Und alles ist paletti. Hab ich nicht, oder? Oh, hab ich doch. Ah ja, doch, ja, super. Ach, das war das Gelbe war die Zuversicht. Ja, okay, das wusste ich, dass wir sie haben. Ich merke mir das tatsächlich in Farben. Bei den Vorvätern war, habe ich nur so an mir gezweifelt. Wieso hatte ich solche Angst, nicht der Künstler zu sein, für den ich mich immer gehalten hatte? Also denken Sie nicht mehr, dass Sie kein Talent haben? Ganz bestimmt nicht. Und alles dank euch, die Malerei aufgeben. Ha! Dass ich nicht mit, dass ich überhaupt im Gedanken gespielt habe. Das ist nur eine unzureichende Belohnung dafür, dass ich wieder die Stärke besitze, zum Pinsel zu greifen. Aber ich bitte euch, müsst sie annehmen. Eine Phönixträne und 1000 Gulden. Die Gulden freue ich mich. Und die Stempel sind auch nicht schlecht. Oh, jetzt kann ich den letzten im Auftragsexpress holen und weiteren als Bonus. Super. Ich glaube, den Bonus gibt es immer, wenn man eine bestimmte Anzahl gemacht hat von Aufgaben. Ach, was habe ich nur aus meinem Leben gemacht? Vielleicht sind meine Tage als Bauer gezählt. Aber es ist nur aus dir geworden, mein Ehemann. Du hast deine Barbaren so sehr geliebt. Entschuldigen Sie, dürfte ich fragen, wo das Problem liegt? Es ist mein Problem. Plötzlich, es ist mein Mann. Mein Problem, ja. Plötzlich faselt er von, dass er die Barbarenzucht aufgeben und in Rente gehen will. Das tut er. Aber warum? Er sagt, dass die Frucht, die so lange sein Lebensinhalt war, ihn nicht mehr interessiert. Ich habe mein Leben der Barbarne gewidmet. Aber damit ist jetzt Schluss. Diese vermaledeiten Früchte werden mir nicht mehr vorschreiben, wie ich meine Tage verbringe. Aber Barbarenzucht ist alles, was du gelernt hast, oder? Und das machen die Leute. Und was machen die Leute, wenn sie nicht mehr mit tollen, leckeren, frischen Obst versorgt werden? Vielleicht zu einem anderen gehen, der das macht, weil du ja bestimmt nicht der Einzige bist? Oder es dein Sohn übergeben? Kein Problem, ich werde meine Passage einfach einem anderen überlassen. Jemand Jüngeren, der noch nicht die Hingabe spürt, die ich verloren habe. Klingt doch eigentlich richtig. Du musst doch nicht arbeiten, bis du tot bist. Ist doch irgendwie seltsam, dass er einfach aufhört, Barbaren zu lieben. Oder, Tröpfchen? Meinst du, er ist vielleicht... Ja, ich denke mal, das ist er, Olli. Wenn du mich fragst, braucht unser Kollege hier ein bisschen gute alte Liebe. Wir sollten ihm helfen, oder? Boah, 5. Kann ich direkt machen. Schick. Wo ist die Liebe? Das finde ich besser schnell raus. Ich hab Liebe. Das heißt, ich kann jetzt wieder alles nehmen, was ich will. Was ist das für ein Gefühl? Ich fühle mich besser. Bei den Vorfahren, ich muss zu meiner Plantage zurückkehren. Meine geliebten Barbaren werden vertrocknen, wenn ich mich nicht um sie kümmere. Super, wir haben ihn geheilt. Jetzt liebt der Barbaren noch mehr als je zuvor. Scheint so, als hast du das vollbracht, Junge. Dann gebührt dir mein Dank. Hier, vergib mir, dass ich nur... Das ist nur eine Kleinigkeit. Goldpasteten, es geht doch noch weiter, glaube ich. 5 Stempel nochmal. Ich muss zum Auftragsexpress. Ich will wissen, was das Letzte ist, was es gibt. Also was die letzten Stufen sind. So, hier gibt es eh nichts Tolles, glaube ich. Ja. Hast du noch ein bisschen Würze für mich?
So, gibt's hier noch mehr? Ach du meine Güte. Nichts weiter. Okay, die Monsterjagden sind wahrscheinlich soweit durch. Die wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich brauche es halt, sonst kriege ich den Rest nicht. Verbessere deine Chancen, dich in Kreaturen anzufreunden und sie vertrauen zu machen. Naja. Regeneriert LP, wenn du dich bewegst. Oh, das ist cool. Das ist noch viel besser. Das ist auch geil. Was? Also das ist unwichtig. Das ist auch nicht so wichtig. Das ist gut. Das ist gut. Das muss geil sein. Ich will diese Sachen haben. Ich muss Aufgaben erledigen. Tut mir leid, Leute. Ich will das haben. Das wird ganz sicher mein nächster Verkaufsschlager. Ja, ich muss genug ankaufen. Was redest du da? Hast du schon vergessen, was letztes Mal war? Ich will nicht schon wieder auf Stapeln unverkaufter Ware sitzen bleiben. Kommt schon, ihr zwei. Ihr solltet eure schmutzige Wäsche doch nicht in aller Öffentlichkeit waschen, ne? Treffchen, hör schon auf. Nein, Junge. Dein kleiner Freund hat recht. Wir sollten uns nicht hier auf der Straße zanken. Mein Narr von einem Ehemann ist schuld. Oh, Entschuldigung. Ach so, ach. Nein, ich bitte Sie, ist schon gut, wo liegt das Problem? Mein idiotischer Ehemann kauft dauernd riesige Mengen seiner neuesten Verkaufsschlager. Und jedes Mal bleibt dieser elende Schund dann im Regalen liegen. Verzage dich, Frau, dieses Mal werden wir ein Vermögen damit machen. Da bin ich mir sicher. Hast du das nicht schon letztes Mal gesagt? Und vorletztes? Du bringst es noch ins Armhaus, du alter Narr. Nein, mein Liebling, diesmal habe ich den richtigen Riecher. Da bin ich mir sicher. Ich habe vollstes Vertrauen in dieses fantastische Produkt. Ach, wenn ich nur wüsste, woher du diese unerschütterliche Zuversicht nimmst, dann könnte ich sie dir vielleicht austreiben. Zuversicht wie? Hey Tröpfchen, das können wir gebrauchen. Das können wir tatsächlich, mein Junge. Entschuldigen Sie, könnten wir uns vielleicht ein wenig von Ihrer Zuversicht leihen? Von meiner Zuversicht? Was ist das? Nun, wir könnten Ihnen vielleicht helfen, keine große Risiko mit Ihrem Verkaufsschlager mehr einzugehen. Ich bezweifle, dass selbst die Vorväter die Macht hätten, solche Wunder zu verbringen. Aber ihr dürft es gern versuchen. Vielen Dank, können Sie bitte kurz stillhalten? Gut, die Zuversicht kann ich bestimmt woanders gebrauchen. Yay. Hey, was spüre ich denn da? Ich fühle mich ruhiger. Viel besonderer. Ich habe meiner geliebten Frau so viel Sorgen bereitet. Vielleicht sollte ich ein wenig nachdenken, bevor ich mich mit diesem Artikel eindecke. Habe ich das eben richtig gehört, mein Ehemann? Das haben wir dir zu verdanken, mein Junge, oder? Wirklich? Du verbringst wahre Wunder. Ui, ich will Verdienststempel. So, du verkaufst immer noch schön Barbaren. Magst du uns nicht mal mit ein paar tausend helfen, die ich dann in den anderen Laden verkaufen kann? Nee? Naja, okay. Ich habe getan, was ich konnte. Aber die großen Weisen helfen auf ihre Art und Weise, indem sie rumsitzen und Barbaren verkaufen wollen. Und geben uns nicht mal das Geld. Also wir retten die Welt und, ja, der macht irgendwas, er will eigentlich. So. Falsche Taste. Wir reisen. Ich reise mal nach... Ich reise mal nach Laguna in der Hoffnung, dass da noch mehr Quests auf uns warten. Ich vermute mal schon. Ich habe nämlich gar nicht nach den Dingern geschaut. Vielleicht sollte ich es auch einfach mal gezielt angehen, die Aufgaben. So, du bist die mit den... Schon wieder. Oh, da brauche ich noch ein bisschen Zurückhaltung, fällt mir gerade auf. Oh, du meine. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Oh, seid ihr vielleicht hier, um mir meinen Sorgen zu lauschen? Okay, ich höre gern zu. Nun, ob ihr es glaubt oder nicht, der gebrochene Mann, der vor euch sitzt, wird bald heiraten. Meine Verlobte ist von unvorstellbarer Schönheit und Güte. Ihr Verstand ist überaus scharf. Ihre Kleider sind makellos. Es klingt gut, um wahr zu sein, Mann. Was ist denn sein verflixtes Problem? Oh, bitte vergebt mir. Ich sollte nicht mit meiner zukünftigen Frau prahlen. Ich habe schließlich größere Sorgen.
Wisst ihr, meine Angebete behandelt mich in letzter Zeit etwas gleichgültig. Oh, diese Qualen, es gibt nichts Schmerzhaftes, dass meine Liebe für sie verzehrt mich. Der Gedanke, dass sie meine Liebe nicht erwidert. Ich brauche dir wohl kaum zu erzählen, dass der Junge ein bisschen zu viel Liebe mit sich herumschleppt, Olli. Ja, das stimmt wohl. Entschuldigen Sie bitte, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie uns ein bisschen von Ihrer Liebe ausleihen? Damit könnten wir Ihrem Verlobten nicht vielleicht helfen, sich an Ihre früheren Gefühle für Sie zu erinnern. Oh, guck mal, da unten ist eine Kiste. Wirklich? Oh, das wäre ja. Bitte, nimm dir, was du brauchst. Okay, halten Sie einfach nur kurz still. Da unten ist eine Kiste, habe ich gesehen. Die will ich haben. Und Zurückhaltung brauche ich auch nochmal. Oh, welch wundersam warmes Gefühl. Heißt das, ist sie wieder so wie früher? Wird sie mich vielleicht wieder lieben? Nun, das wird sie, denke ich, aber... Oh, dem Vorfahren sei Dank. Ich muss sofort zu ihr. Und das schaffe ich, indem ich hier rumsitze. So wie wir alles immer schaffen, indem wir rumsitzen. Danke. Gar nicht mal schlecht. Was ist hier drin? Pudding? Ah, interessant. Was heißt, den Pudding futterst du jetzt? Es ist interessant, dass man das einfach nicht aufnehmen kann. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass was passieren könnte. Ein bisschen mehr Verteidigung würde dir vielleicht auch nicht wehtun. Ich vermute mal, das Maximum, das Level Cap ist bei 99, vermute ich einfach mal, in dem Spiel. Ich bereite nur schon mal vor, dass ich da nochmal Verteidigung draufhauen kann bei dir. War zwar eigentlich nicht geplant, aber es schadet dir auch nicht. Mit sahniger Milch kann ich bestimmt auch Sahnepudding herstellen und gleich. Mit der Banane kriege ich dann wahrscheinlich den Bananenpudding hin, in Kombination mit dem Sahnepudding. Hier brauche ich wahrscheinlich deine Schneeflocke, also die Sachen könnte ich rein theoretisch einfach so kaufen. So, du solltest Genauigkeit kriegen. Rein mit der Pastete. Und dann gibt's wieder haufenweise Eis für dich. Wow. Okay, es geht alles noch eine Stufe weiter. Das ist wahrscheinlich dann wirklich die letzte Stufe. Die sieht irgendwie eklig aus, wenn ich ehrlich bin, aber wenn sie ihnen schmeckt, warum nicht? Sobald wir eh die Vertrautheit oben haben, also die Dinge alle auf Maximum haben, muss ich die auch nicht mehr ständig füttern. Das ist eh was ich primär mache, wenn ich dann offscreen noch ein bisschen level. So. Die wollte ich magische Verteidigung geben, genau. Und ein bisschen Flinkheit schadet dir auch noch nicht. Kann ich auch das Eis nehmen hier? Es ist höchstwahrscheinlich genau das, was man eigentlich nicht machen soll. Wahrscheinlich soll man wirklich die besseren Sachen machen. Aber ich will halt nicht ständig... Oh, du musst experimentieren. Du musst wieder experimentieren. Du musst wieder experimentieren. Wenn ein Experiment klappt, warum schreibt man das nicht einfach auf? Und produzierst dann halt einfach in Masse und fertig. Mann, der ist Flinkheit echt so am Arsch. Der ist einfach nur im Angriff gut. Und ich will ihm auch keine Gegenstände geben, die die Flinkheit dann noch mehr senken. So, und das ist nur, weil ich den Pudding essen haben wollte. Ach, ein Kuh? Hä? Das hat sich einfach umgewandelt. Was für ein Schwachsinn. Naja, egal, ich frag mal nicht. Ach hey, oh, was soll ich nur tun?
Was ist denn los? Sie sehen ziemlich besorgt aus. Oh ja, es ist mein Liebster. Ich empfinde nichts mehr für ihn. Mann, oh Mann, das klingt ziemlich traurig. Hat er das falsch gemacht? Nein, er war ein perfekter Gentleman. Ich empfinde einfach nichts mehr für ihn. Ich habe alles getan, damit er sich ändert. Und jetzt, wo er sich geändert hat, möchte ich ihn nicht mehr. Der soll vorkommen. Er war wohl nicht der Richtige für dich, was? Dem würde ich gar nicht lange nachweisen. Gibt's ja schließlich noch genug andere. Ja, bestimmt. Es gibt so viele zuvorkommende Männer auf der Welt. Die könnt ihr alle in den Wind schießen, Ladies, und dann könnt ihr euch wieder beschweren, dass ihr nur an die Arschlöcher kommt. Aber obwohl ich ihn nicht länger liebe, kann ich trotzdem nicht ertragen, wenn ich nicht mit ihm zusammen bin. Was soll ich nur tun? Das ist wirklich komisch. Weißt du, was das soll, Tröpfchen? Weißt du was, Olli? Ich glaube, die hat ein gebrochenes Herz. Also richtig, irgendwer hat ihre Liebe geklaut. Und dafür gibt's auch noch 5 Dinger. Für die Liebesdinger gibt's richtig viel. Komm, Tröpfchen, finden wir ein bisschen Liebe, damit dieses Paar bis an sein Lebensende glücklich sein kann. Schick, lass uns loslegen. Nehmen wir das, die anderen Herzstücke auch noch weg. Schenken ihr Liebe und klauen ihr den Glauben. Und dann geht mir den Glauben zurück und nehme mir irgendwas anderes. Meine Güte, ich weiß nicht warum, aber ich kann es nicht erwarten, meine Geliebten zu sehen. Ich muss ihm sagen, wie sehr ich ihn liebe. Oh, großartig. Dann haben sie ihn wieder gern. Aber natürlich, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wie an dem Tag, an dem wir zum ersten Mal begegnet sind. Dankeschön, junger Mann. Du hast mich gerettet. Ich hatte schon Angst, ich werde nie wahres Glück erleben. Bitte nimm das hier. Auch wenn es nur ein winziges Bruchteil meiner Dankbarkeit ausdrücken vermag. Oh, danke. Ach, das war seine Frau. Ich habe gedacht, der Typ hier neben uns ist das. Okay, wir haben noch so viele Quests zu erledigen. Und ich würde auch gerne Olli so... Ich würde gerne die ganzen Sachen vorher holen, bevor wir weitermachen. Ist einfach besser. So, hier haben wir anscheinend alles. Reisen wir nochmal nach Katzbuckel, wenn da gibt es bestimmt auch noch was zu tun. Dann gehen wir nochmal in Feenfoss und dann schaue ich einfach mal, ob wir dann noch irgendwo was zu tun haben. Wahrscheinlich schon. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube nicht, dass wir beide noch zusammenpassen. Aber Liebling, das kann nicht dein Ernst sein. Unser Traum ist fast wahr geworden. Warum willst du all das einfach wegwerfen? Ist etwas passiert? Oh, du bist es. Aus irgendeinem Grund will mich mein Mann plötzlich loswerden. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hasse dich nicht. Wir können einfach nicht mehr zusammen sein. Es liegt nicht an dir, sondern an mir. Oh weh, aber sie passen doch so gut zusammen. Warum sollte er... Schau genau hin, Olli. Ist doch ganz klar, oder nicht? Natürlich. Er hat ein gebrochenes Herz, oder? Stimmt genau. Jemand hat ihn seine Liebe geklaut. Ganz schön tragisch. Da wirst du noch helfen, oder? Ist das nicht lustig? Ja, in Katzburg haben wir es angefangen, sind sie einmal um die Welt gereist und wieder hier. Natürlich, Tröpfchen. Wir müssen etwas Liebe finden. Oh, der pennt schon vor sich hin. Das ist, sei ihm gegönnt. Ja, waren das nicht noch putzige Beträge? Ja, hat sich gefreut. Das ist eine halbe Schokolade. So, hier hinten ist wahrscheinlich auch nichts mehr zu tun. Der Junge bewacht nicht mehr die Katalysation. Die ersten Quests waren alle noch so schön einfach und jetzt muss man teilweise... Also manche sind immer noch schön einfach, aber teilweise muss man echt rumrennen wie noch was. So, die haben alle nichts zu tun. Da hinten ist noch was zu holen. Also wenn ich schon mal mitnehmen kann, nehme ich es natürlich mit. Nochmal verminderte Preise wären auch nicht schlecht gewesen. Aber für die eine Quest könnte mir auch dieses eine, du kriegst schneller deine Vertrauten zusammen. Aber das sind halt 4 Stempel. Das ist halt auch nicht so lustig. 4 Verdienststempel sind nicht wenig. Nicht 4 Stempel, sind 4 Karten. Die will ich ja lieber in andere Sachen investieren, wenn ich ehrlich bin. So, hast du Liebe? Irgendwas hast du für mich. Oh weh, ich kann mich aber nicht entscheiden. Die Qual der Wahl. Oh weh, oh weh. Junge, Junge, das steckt aber in der Zwickmühle. Was ist los, Mann? Sapperlot, ihr habt meinen Weg lang vernommen. Wir stehen ja auch direkt neben dir.
Ja, was ist los, Krieger? Wir dachten, sie hätten eine schwere Entscheidung zu treffen. Fürwahr, in diesem prüden und puritanischen Königreich darf ein Mann nur eine einzige holde Maid heiraten. Ich jedoch liebe alle Freude im Lande. Nein, alle auf der ganzen Welt. Aus einem solch übrigen Garten nur eine einzelne Blume pflücken zu dürfen, ist unmöglich. Jawohl, unmöglich, sage ich. Oh, Sino, die Fiole leuchtet. Denkst du, der Gute hat vielleicht ein bisschen zu viel Liebe im Herzen? Pah, eher zu wenig Zurückhaltung, würde ich sagen. Aber sieh doch, es leuchtet, das heißt doch... Betrügt dich etwas, mein Freund? Nein, ich habe mich nur gefragt, würden Sie uns gerne dabei helfen, jemand anderen zu helfen? Wenn Sie nur ein bisschen von der Liebe in Ihrem Herzen abgeben könnten, könnten wir diese jemanden geben, der nicht genug davon hat. Diese Person, die Sie nach Liebe sehnt, ist sie eine holde Maid? Könnte schon sein, ja? So sei es, ich opfere nur gern einen Funken meiner wertvollen Liebe, um einer Dame in Nöten zu helfen. Danke sehr. Wir geben es trotzdem dem Kerl. Diese alten Sachen kriegen wir fast gar nicht mehr, oder? Ich brauche noch irgendwo Zurückhaltung. Leb wohl, ich sehe den Tag herbei, an dem ich meine sagenumwoben Liebe, die Rettung aller Schönheiten auf der edlen und gerechten Welt sein wird. Alle meine Frauen. Ich hab immer noch mal kurz so reingeschaut und muss sagen, boah, würde ich nicht mitmachen. Weder als Frau noch als Typ, also. Es ist klar, dass es böses Blut gibt. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, 5, 6 Frauen zu haben oder mehr. Also, du kannst doch gar nicht jeder Frau die Aufmerksamkeit geben, die sie eigentlich braucht. Das funktioniert einfach nicht. Angenommen, ich hätte jetzt wirklich 2 Frauen, die ich wie meine behandeln würde. Ich würde zu gar nichts mehr kommen. Let's play AD. Arbeit draußen vielleicht noch möglich, aber eins müsste ich aufgeben. Entweder ich dürfte nichts mehr draußen machen oder hier nichts mehr, weil das klappt sonst nicht. Ja. Und Liebe für dich. Wo könnte ich noch Zurückhaltung herkriegen? Dann gehen wir dann gleich mal in den Feenfrost. Wow, wo bin ich? Sind Sie in Ordnung? Oh, du bist. Ich stand wohl mal wieder etwas neben mir. Mir dreht sich der Kopf und meine Erinnerungen sind alle durcheinander geraten. Ah, du willst deine Frau nicht mehr sitzen lassen, oder? Sie sitzen lassen? Du willst sie verlassen? Meine geliebte Frau? Niemals. Ich liebe sie mehr als alles andere auf der Welt. Schon gut, Mann. Ist ja widerlich. Ich habe gerade erst gegessen. Ah, das heißt wohl, dass es ihm besser geht, oder? Danke, vielen herzlichen Dank. Hier, das ist für dich. Geheimmittel. So, könnt ihr jetzt endlich euren Laden eröffnen? Ich würde mich freuen. Würde mich wirklich freuen, wenn sie das machen. Schweinfurt müsste ich auch nochmal schauen, aber ich gehe erstmal in den Feenfrost. Am Tag 100 mal reisen und dann einmal schlafen ist auch nicht schlecht, schätze ich mal. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich es natürlich gleich mit. So, hier gibt es bestimmt einiges für uns wieder zu tun. Das klappt einfach nicht, Mann. Ich werde nie wirklich gut sein als Komiker. Ich schätze mal, dass es am besten ist, wenn ich jetzt einfach aufgehe. Was denn jetzt auf einmal mit dir los, Mann? Vor 5 Minuten warst du noch total übermotiviert. Was ist denn los? Du scheinst dich ziemlich zu ärgern. Ganz recht. Ich meine, wir sind ein Komiker-Duo. Und plötzlich redet mein Kollege dauernd davon, dass er aufhören will. Was soll das? Ganz schön krass. Oh, der plötzlich Sinneswandel, Mann. Ich weiß nicht, ich bin halt einfach nicht gemacht fürs Rampenlicht. Denke ich. Ich bin nicht lustig genug. Was sagt denn sowas? Du bist doch total witzig. Besonders, wenn ich dir mal wieder so richtig... Wenn ich dir jetzt mal wieder so richtig reinwirke. Entschuldige, Mann. Ich kann nicht, ich habe einfach nicht mehr genug Zuversicht, von wegen Comic-Karriere und so. Zuversicht, natürlich. Der Mann haben sie ja auch noch den letzten Tropfen ausgesaugt. Der hat ein gebrochenes Herz. Wenn er nicht bald eine Zuversichtsinfusion kriegt, ist er vorbei mit der Comic-Karriere von dem Duo hier. Ja, helf mal ihm.
Wir können das nicht zulassen, Treffchen, oder? Lass uns ihnen helfen. Das ist die richtige Einstellung, Olli. Wir treiben am besten ein bisschen Zuversicht auf. Los geht's! Ah ja. Noch eine Quest? Ah, du schon wieder. Das habe ich ganz vergessen. Ich könnte mal gucken, wo ich das finde. Wir gehen mal zu dir. Hast du jetzt irgendwas für uns? Ist hier noch irgendwas, was wir tun können? Nö. Wir sind doch auf die Hiki, oder? Großes Stück Treibholz. Die haben jetzt eher alles Schiss von mir. Ja, lauft nur. Schwammstein. Vielleicht da hinten an dem Strand, habe ich da eigentlich schon mal geschaut? Und irgendwas sagt mir, dass ich den Typen dann noch ein paar Mal helfen darf. Hier ist aber kein Treibholz. War hier drin welches? Oh! Hey, sieh mal, da liegt was auf dem Boden. Das sieht aus wie ein Reisetagebuch von dem Mann, den wir getroffen haben. Du hast wohl recht. Olli, schauen wir mal. Oh, verdammt, das ist total nass, Mann. Oh ja, das ist wirklich. Ach, merke, man kann es gerade noch so lesen. Ich denke, das sollte schon okay sein. Ich bin ein fauler Junge geworden. Okay, das hätte ich schon die ganze Zeit holen können. Ich habe das irgendwie draußen gesucht, wenn ich mich recht entsinne, und das ist mir nicht aufgefallen hinten. So, dann kann ich wenigstens 3 Verdienststempel wiederholen. Dann brauche ich noch irgendwoher Zuversicht, keine Ahnung woher. Weil irgendwie so langsam gehen uns diese ganzen normalen Sachen aus, habe ich das Gefühl. Tut uns leid, dass es so lange gedauert hat. Wir haben ihr Tagebuch gefunden. Habt ihr? Oh, ihr seid absolut fantastisch. Ist ein bisschen nass geworden. Macht das was? Ach, ist schon ein bisschen Feuchtigkeit unter Freunden. Eher etwas für deine Mühen, alter Freund. So, wohin waren wir noch nicht? Schweinfurt könnte ich nochmal schauen. Und ich muss mal gucken, was ich für diesen Typen eigentlich noch alles sammeln musste, weil irgendeine Kreatur musste ich ja noch für ihn finden. Ich habe ja bloß 2 von den 3 gehabt. Aber den mache ich zum Schluss auf jeden Fall. Erstmal gucken wir alles andere hier durch. Hat hier jemand Zuversicht? 9. Ist hier unten irgendwas benötigt? Ich finde, man sollte schon... Oh, noch eine Aufgabe. Gut, dass ich hier... Ach nee, das ist ja noch dieser komische Pilz, oder? Westlich von Schweinfurt. Das würde ich gerne noch machen. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Aufnahme, aber westlich von Schweinfurt. Okay, das ist nichts für mich. Wo könnte ich den herkriegen? Ist nichts drin. Kleinvieh macht auch Mist.
Zum Auftragsexpress kann ich ja immer noch gehen. Ja, alles nichts. Da ist noch eine Quest von dem Hund. Es reicht, Junge. Schluss mit diesem höllischen Lärm. Wieso tust du nicht, was man dir sagt? Ist alles in Ordnung? Ach du meine Güte, bitte entschuldige das Verhalten meines Hundes. Ich wollte dich nicht erschrecken. Verdammt, ich, das ist vielleicht ein wilder Köter. Der beißt dir doch die Hand ab, wenn du nicht aufpasst. Wow, Platz, Junge. Was ist bloß los mit ihm? Er war immer so still und folgsam. Die Augen sehen seltsam aus. Was ist los, Tröpfchen? Wenn ich mich nicht völlig täusche, dann... Und das tue ich nicht. Hat dieser Hund ein gebrochenes Herz. Ich schätze, er hat die Liebe zu seinem Besitzer verloren. Mann, oh Mann, du meinst, Haustiere können auch ein gebrochenes Herz haben? Selbstverfreilich. Wenn du ein Herz hast, kann es auch gebrochen werden. Also gut, wir finden besser ein saftiges Stück Liebe für Bello hier, bevor er noch jemanden auffrisst. Okay, hier wird bestimmt jemand Liebe haben, schätze ich mal. Dann könnte ich meiner Katze die Liebe entnehmen. Meine Katze liebt mich abgöttisch, glaube ich. Oh, natürlich. Ach, du bist mein lieber Junge. Mir scheint, als wäre seit unserem Ausflug auf diese wunderbare Feeninsel eine halbe Ewigkeit vergangen. Du kommst genau richtig. Wirklich? 10 Gulden, dass er wieder sein verflixtes Tagebuch verloren hat. Aber wie... Sieht so aus, als hätte ich unsere kleine Wette gewonnen, oder, Ali? So ein zerstreuter Typ. Ich schäme mich fürchterlich. Da war ich nun und spazierte fröhlich die Landstraße entlang, als ich plötzlich von rüpelhaften Monstern angegriffen wurde. Ich war außer mir vor Angst und floh in diese Stadt. Nächstgelegene Vorposten der Zivilisation, den ich finden konnte. Und dann wolltest du das alles in einem kostbaren Tagebuch festhalten. Nur um festzustellen, dass das Ding wieder mal verschwunden ist, habe ich recht? Ganz genau, mein Geschenk an die Literatur ist erneut verschwunden. Aber du wirst mir helfen, es zu finden, nicht wahr, mein Freund? Also ich schätze, wir können Ihnen helfen, es wiederzufinden. Das würdet ihr tun? Ach, wie wunderbar, das ist wirklich äußerst anständig von euch. Aber blick mal an, wenn du von Monstern verfolgt wurdest, könntest du ja praktisch überall verloren haben. Nun, ich kann euch über meine ungefähre Position zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in Kenntnis setzen. Ich war auf diese faszinierende kleine Mine gestoßen. Von Neugier getrieben konnte ich nicht anders, als einen kurzen Blick hineinzuwerfen. Und da tauchten plötzlich diese Bestien auf. Sie sind also von Monstern umzingelt worden? Ja, so ist es. Wenn ich eine Vermutung wagen sollte, würde ich sagen, das Tagebuch findet sich auf den Gleisen nahe des Mineneingangs. Ist also auf Gleisen in der Nähe des Mineneingangs. Alles klar. Bin wirklich äußerst dankbar, mein lieber Junge. Na, es war so klar. Da hinten hat wahrscheinlich jemand die Liebe, die ich brauche. Oder Zuversicht oder irgendwas anderes. Du bist das, alte Dame. Ja, ich kann es kaum erwarten, mir die nächste königliche Prozession anzusehen. Mit meinem lieben Ehemann an meiner Seite. Irgendwie wird das nie langweilig. Oh, Sie sehen richtig aufgeregt aus. Sehen Sie und Ihr Ehemann sich alle Prozessionen zusammen an? Jeder einzelne, ja? Das war schon immer etwas ganz Besonderes, was wir gemeinsam unternehmen. Meine Güte, es klingt wirklich romantisch. Ich wette, Sie sind ein tolles Paar. Oh, nun, ich schätze schon. Vielen Dank, junger Mann. Mein armer Schatz arbeitet immer zu und bekommt nur ganz selten einen Tag frei. Aber er findet stets einen Weg, sich die königliche Prozession mit mir anzuschauen. Du weißt ja nicht, wie glücklich ich bin, dass er sich immer die Mühe macht. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Ihr Ehemann muss sie sehr gern haben. Oh, bestimmt. Und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Das nenne ich romantisch. Sie ist voller Liebe. Dass ihr die kleinen Herzen praktisch aus dem Kopf herumschwirren. Haha, sieht ganz so aus. Entschuldigen Sie bitte, ich frage mich, ob Sie uns vielleicht helfen könnten. Ihr helfen? Womit benötigst du denn Hilfe, junger Mann? Es gibt Leute auf dieser Welt, die in ihrem Herzen keine Liebe tragen. Und ich hatte gehofft, Sie würden vielleicht ein bisschen von der Liebe in Ihren Herzen teilen. Es wäre meine Freude. Aber glaubst du wirklich, dass ich helfen kann? Aber sicher doch. Halten Sie bitte für eine Sekunde still. Geht gerade nur noch um Zuversicht und Liebe, oder? Oh, das kitzelt. Hast du denn jetzt, was du brauchst? Ja, ich glaube schon. Passt. Und du hast irgendwas anderes, was ich gebrauchen könnte, scheint mir so. Es gibt Tage, da würde ich am liebsten in der Menge jubeln, aber ich stehe zurück. Mir obliegt es, die Sicherheit aller zu sorgen. Na, das nenne ich Selbstbeherrschung. Dem kommt die Zurückhaltung schon aus den Ohren heraus. Entschuldigen Sie, hätten Sie was dagegen, wenn ich ein bisschen Zurückhaltung brauchen, Sie den Leuten zu helfen, bla bla bla. War ich hier nicht schon mal? Ich bin mir fast so, als konnte ich das mal nicht holen und hab's dann immer vergessen. Aber das ist das, was ich für Laguna brauche.
Man muss nur wissen, man muss sich nur die Sachen alle merken. Aber ich habe auch teilweise inzwischen, na sowas, ich verspüre recht angenehmes Kitzeln in der Brust. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihr Glück im Wachdienst. Ich danke dir, deine ermunterten Worte haben mich dazu gebracht, mich ab jetzt noch mehr zu bemühen. Ne, waren 30 Gulden. Man muss sich echt alles merken in dem Spiel, habe ich das Gefühl. So, du brauchst dann dein Tagebuch wieder. Danach sollte ich vielleicht nochmal nach Julheim gehen, weil dann hat er bestimmt wieder sein Tagebuch verloren. Alter, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nur gucken, ob da noch was ist. Okay. Das sind alles nur random Figuren, schätze ich mal. Dann noch. Ich hätte auch hochlaufen können, ich muss eh zu diesem Dreckshund. Mit dem Forscher will ich auch nochmal reden, damit ich nochmal weiß, was ich alles brauche. Auch die Monsterjagden werden wahrscheinlich nicht unbedingt einfach. Ich bin echt mal auf Ollis volles Potenzial gespannt. Aber vielleicht soll ich auch erstmal die ganze XP nehmen und dann später das volle Potenzial holen. Weil die Erfahrungspunkte finde ich schon ganz wichtig. Gut, bla bla bla. Ich habe gar nicht Dings gestartet, das ist ja toll. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum läuft sie nicht? Dann werde ich wahrscheinlich gleich einen Schnitt machen, einfach mal. Ich habe bestimmt schon die Zeit voll. Uff. Waff. Er hat endlich aufgehört, so laut zu bellen. Guter Junge. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, er ist wieder ganz der Alte. Meine Güte, das ist wirklich eine Erleichterung. Sieh einer an, du scheinst sehr gut mit Tieren zu können. Vielen Dank. Ich habe etwas für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, ich habe gedacht, du gibst mir einen Fleischknochen. Das wäre irgendwie angebrachter. 5 Stempel. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz hoch zum Forscher, dann frage ich ihn nochmal und beim nächsten Mal kümmern wir uns um dieses Forscherweichei. Und der hat wahrscheinlich auch noch in anderen Städten Aufgaben für mich. Und ich werde ihn dafür verfluchen, das weiß ich, aber gehört halt auch dazu. Und dann gucke ich auch, ich gucke mal nach dem Pilz dann, westlich von... westlich und nach dem Tagebuch dann einfach in der nächsten Aufgabe. Da ich jetzt eh gerade wieder so nach und nach aufnehme, dann könnte es gar nicht mal so schlecht sein. Das Zahnrad fehlt noch. Ich brauche tatsächlich noch... Das ist die große, das ist die kleine, dann brauche ich tatsächlich noch das Zahnrad. Also muss ich hier eins dieser Zahnräder noch besiegen. Vielleicht kann ich das auf dem Weg... Vielleicht habe ich Glück und ich kann es auf dem Weg noch mitmachen. Dann hole ich noch schnell den Stahl. Und dann bleibt mir hier oben stehen. Klipper, klapper, ja. Moment, gab es hier nicht immer Rohstahl? Egal. Das war Let's Play Ni No Kuni für heute. Ich sage Charm Wichtlein TV. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge ging, aber wahrscheinlich ist sie viel zu lang. Macht's gut. Bye, Leute.